herzlich willkommen zu der Bonias Testwelt. Ich habe euch mal wieder einen Adventskalender mitgebracht und zwar den Porridge Adventskalender von My Müsli. Erstmal, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde diese Form schon echt cool mit diesem Würfel. Das heißt allerdings, ich muss gleich, wenn ich versuchen möchte, diese Reihenfolge einzuhalten, immer so ein bisschen hin und her drehen. Ja, wie der Name schon sagt, Porridge Adventskalender. Es sind also diese, ich weiß nicht, wer My Müsli kennt, diese Porridge to go, die kleinen Becher da enthalten. Es soll keine Sorte doppelt sein. Das heißt, ich habe hier wirklich 24 verschiedene Sorten drin. Plus in der 24 noch ein 10-Euro-Gutschein. Kostenpunkt im Moment gerade 49,90, angeblich irgendwann 59,90. Das kann auch gut sein, dass er dann nochmal hochgeht. Ich hatte Gott sei Dank ein My Müsli 20-Euro-Gutschein. Und habe somit nur 29,95 bezahlt. Ich habe mir gedacht, dafür kann ich den auf jeden Fall holen. Habe dann hinterher noch einen 10-Euro-Gutschein. Das ist dann ein Preis, den ich ganz gut finde. Und ich wollte den eigentlich letztes Jahr schon gerne haben, aber er war mir einfach zu teuer. Gut, wir wollen jetzt mal schauen, was drin ist. Ob diese sonst im Moment knapp 50 Euro das auch wirklich irgendwie wert sind. Hier vorne habe ich jetzt schon gesehen, es ist die 1. Es wird heute ein bisschen lauter, weil das ist wirklich so ein, ja, ich würde mal sagen, von der Form her zwar nicht, aber ein Standard-Adventskalender. Das heißt, ich muss hier die Türen immer alle so einmal aufreißen. So, wir haben im ersten Fach ein Christmas Porridge. Das passt auf jeden Fall schon mal gleich zum Thema. Was haben wir denn da so drin? Steht da irgendwas drin? Warm genießen? Ja gut, das ist ja normal bei Porridge. Irgendwo steht bestimmt drauf, was drin ist. Aber ich gehe mal da oben drauf. Wahrscheinlich so ein bisschen wirklich weihnachtlich mit Zimt und so. Was haben wir denn da? Haferflocken, Aprikose, Pekannüsse, Haselnüsse, Mandeln. Genau, Weihnachtsgewürzmischung. Auf jeden Fall ein weihnachtliches Porridge. So, die 2 ist hier. Und hier haben wir... Oh, das habe ich schon mal gehabt. Das ist total lecker. Berry White Chalk Porridge. Als nächstes mal. Ich mache das mal so, sonst sieht man das gar nicht. Was auf jeden Fall schon schön ist, die haben das also hier drin sehr gut gemacht, dass die da so drin stecken. Also auch hier nichts verrutscht. Das finde ich schon ganz gut. Also wir haben da nicht die Becher hier komplett im Würfel so drin liegen. Das habe ich auch schon mal gehabt. Banane Schoko Porridge. Ich glaube, das waren die Sorten, die mal in diesem... Ich habe mal irgendwann so ein Testpaket gehabt. Ich glaube, da waren die mit drin. So, was haben wir denn als nächstes? Die 4. Da. Das kenne ich, glaube ich, nicht. Lemon Popseed Porridge. Also auch noch ein bisschen ausgefallen. Haben wir in der Nummer 4. Nummer 5. Mandel, Karamell, Kirsche haben wir als nächstes. 6 Nikolausi. Wo haben wir denn Nikolausi? Da haben wir Nikolausi. Also die Fächer sind hier jetzt logisch auch wirklich alle gleich groß. Dadurch, dass hier nichts Besonderes, also die alle die gleiche Größe haben. Mohnvanille. Ob das so meins ist? Ja, mal gucken. 7. 7 haben wir hier. Also hier kann wirklich nichts durcheinander fliegen. Das ist schon mal wirklich ganz gut. Chocolate Brownie Porridge. 8. Haben wir ein Mango-Granatapfel. Also ihr merkt schon, es sind auf jeden Fall wirklich schöne, außergewöhnliche Sorten hier drin. Ach, die 9 ist gleich darüber. Das ist ja mal ganz schön. Schoko-Orange, so, hält Nummer 10, keine 10, keine 10, da haben wir die 10. Ach, ein ganz normales, klassisches Porridge. Ich versuche jetzt mal zu stapeln. Ich glaube, das funktioniert nicht. Ich glaube, das wird schief gehen. Er kennt es, glaube ich, noch. So, was hatte ich jetzt gerade? Die 11, ne? Die 10, 11, 2, 4, 6, 8, 9, 10. Also suchen wir jetzt die 11. Oder ich. 11, 11, da haben wir die 11. In der 11 haben wir ein Apfel-Zimt-Crisp-Porridge.
bisschen basteln hier. Eigentlich habe ich ja schon so einen großen Tisch. Joghurt Passionsfrucht. Das wird, glaube ich, immer mal so. Ich glaube, so kann man es dann auch gut sehen, wenn ich die so ein bisschen hier hinten. Ja, das funktioniert. So, 13. Nochmal was mit Mandel. Und zwar Mandel-Kokosnuss-Schokolade. 14. In der Nummer 14 haben wir Blaubeer-Käsekuchen, Blueberry Cheesecake. Ein Vanillekipferl-Porridge. Also so, das ist dann mal wieder so richtig schön weihnachtliche Sorte. 16. Ich wusste gar nicht, dass es so viele verschiedene Sorten gibt, aber ich glaube, es kommt wirklich hin, dass wir hier 24 verschiedene Sorten haben. Apfel, Dattel, Nuss. Also wirklich zum Durchprobieren finde ich das jetzt schon ganz gut. Bis man dann vielleicht so sein Lieblingsporridge oder vielleicht die liebsten zwei, drei Sorten rausgefunden hat. Berry Banana. Das klingt gut. Das könnte meins werden. Kenne ich auch wirklich noch nicht. Wir schauen mal. Die 18 hier. Oh, oder das. Das ist, glaube ich, noch besser. Lemon Coconut Cake. Ach, mit Cake, also mit Kuchen. Dann vielleicht auch eher nicht. Aber so mit Lemon, also so ein bisschen säuerlich und Kokosnuss mag ich persönlich immer sehr gerne. Aber vielleicht schmeckt das ja auch. 18 hatten wir gerade. 19. Wir nähern uns dem Ende. Also die Aufteilung ist wirklich gut hier von den Feldern. Man muss wirklich immer so ein bisschen hin und her. Pflaume Mohn Crisp haben wir hier als nächstes. Das passt auch da vorne hin. Was haben wir jetzt? 19, ne? 20. 20 haben wir hier. Und zwar Himbeer-Kokos-Kirsche. Als nächstes. So. Die 21 habe ich gerade irgendwo gesehen. Da. Damit haben wir die Seite dann hier jetzt auch komplett. Ich wollte gerade sagen, es ist doppelt, aber nein, Pflaume-Apfelzimt, weil mit Pflaume hatten wir ja gerade schon eine Sorte, aber es ist doch eine bisschen andere Sorte jetzt wieder. Ich wollte das ja versuchen, dass man hinterher auch alle sieht. So, 22. Strawberry Karamell, also Erdbeer-Karamell-Porridge. Jetzt komme ich hier bald nicht mehr in meinen Würfel ran. Aber ich brauche ja auch nur noch zwei Stück. Die 23. Will nicht. In der 23 Wild Berry Chia. Haben wir hier drin. Vielleicht die letzten zwei sich so halb hier hochstellen lassen. Ja. Und zu guter Letzt Weihnachten, die 24. So, da genau, also hier hängt auch mein Gutschein mit an der Seite drin. Sieht man hier. Na, genau. Hier haben wir dann noch den Gutschein drin. Das ist jetzt natürlich so ein bisschen verdecken, weil den möchte ich natürlich nutzen. Also der Gutschein ist auch dann in der 24 enthalten. Und wir haben direkt an der 24 schön weihnachtlich ein Spekulatius Porridge. So, damit habe ich alle ausgepackt. Ich kann ordentlich Porridge essen. Beziehungsweise eine meiner Söhne mag das auch sehr gerne. Wir werden uns das dann wahrscheinlich teilen. Alle anderen mögen das irgendwie nicht. Also haben wir jetzt den Vorteil. Alles für uns. Auswahl finde ich super. Wirklich mit 24 verschiedenen Sorten. Das finde ich klasse. Ob ich den normalen Preis jetzt wirklich da mit 50 oder demnächst vielleicht irgendwie knapp 60 € bezahlen würde, bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube eher nicht.
Jetzt mit meinem Gutschein, den ich hatte, war das für mich natürlich von Vorteil und zum Durchprobieren auf jeden Fall. Vielleicht finde ich hier wirklich meine Lieblingssorte, die ich mir dann mit dem 10-Euro-Gutschein dann nachkaufen werde. Aber so zum Probieren, wer wirklich gerne Porridge oder Müsli isst, finde ich den Kalender wirklich top. Na, also der Müsli-Kalender wird ja nicht wirklich anders sein, da sind auch viele verschiedene Sorten drin. Dafür finde ich es auf jeden Fall gut. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr den auch so gut findet wie ich oder... Ja, wenn ihr natürlich jetzt sagen mal kein Porridge mögt, ist das natürlich nichts für euch. Ja, wir sind am Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.